Soll ich mal weiter den Norden schicken? Genau, nämlich hierhin. Ja, wir haben zum Glück alles elfenfrei gemacht. Vorwärts. Schnell. Mir nach. Ja, und hier sind wir tatsächlich wieder bei den Orks, die wir am Anfang von Breath of Winter von der anderen Seite gesehen haben. Oh, das Lager ist jetzt vollkommen leer. Ah, ist auch interessant. Folgt mir. Tag, Orksis. Vorwärts. Mir nach. Ja, die Orks sind nicht Feinde mit uns. Vorwärts. Genauso wenig wie die Orks hier oben im Orkdorf. Hat den wahrscheinlich allen nicht so gut bekommen, dass die Eiselfen Miratur übernommen haben. Also die Stadt hier. Auf mein Zeichen. Sofort. Auf mein Kommando. Feindlicher Angriff! Ups. Folgt mir. Da bin ich zu nah an. Sofort. Das Tor gegangen. Und los. Für die Rune. Vorwärts. Das bereust du. Zur Ehre Aonirs. Verstärkt die Deckung. Die Linien müssen halten. Schlagt sie zurück. Kommt her. Na los. Sie sind überall. Bäuche schlitzen! Feindlicher Angriff! Gizmo ist ziemlich gut im Abstechen. Versucht's nur! Schließt die Reihen! Was? Auf meinen Befehl. Für die Freiheit! Verstärkt die Deckung! Auf meinen Befehl. Zur Ehre Aonirs. Die Rune ruft. Schlagt sie zurück. Ja, Gizmo hat keine Skills. Der kann einfach gut zustechen. Bereit. Und los. Und ja, was da drin ist, sieht nicht gerade aus wie eine Eisprinzessin oder Eiskönigin. Oder Elfenkönigin. Eiselfenkönigin. Meister, ihr seid frei. Endlich. Diese Lichtkriecher begannen mich allmählich zu langweilen. Ein Fialdag. Ein Prinz der Finsternis. Die Götter mögen uns beistehen. Ich sehe, du hast Gefolge mitgebracht. Sie sind nur Werkzeuge, Meister. Grimm, das war dein Plan? Nicht die Königin, sondern dieses Monstrum wolltest du befreien? Wie schmeichelhaft, wo wir gerade von der Königin sprechen. Senven ist in sicheren Händen und auf dem Weg in die brennende Stadt, Meister. Sehr gut. Ihr habt den Schlüssel für das Feuertor? Ja, die Eishexe braucht ihn nicht mehr. Dann hält uns nichts mehr hier. Mein Diener. Willst du nicht mitkommen, Liebste? Grimm, du hast meine Liebe genutzt, um Finsternis zu sehen. Du wirst durch meine Hand sterben, Verräter, das schwöre ich. Schade, du warst nützlich und unterhaltsam. Ihr Lichtgläubigen seid so schnell getäuscht. Unsere Armee soll sich dieses Gewürms annehmen. Diese Stadt wird brennen.
Kommt jetzt, lasst uns das Ritual beginnen. Ja, die stampfen einfach an uns vorbei. Was ist das? Die Schwestern erschlagen, das Monstrum frei. Elune? Lena, ist meine alte Schülerin für all das hier verantwortlich? Was ist in euch gefahren? Wir wurden getäuscht, Elune. Straft uns, wie ihr wollt, aber bringt diese Leute in Sicherheit. Sie haben das Feuertor geöffnet. Dann wird das Rote Imperium über uns herfallen. Nehmt diese Leute in euren Schutz, Elune. Das ist das Einzige, was sie noch retten kann. Es sind gute Menschen. Die hohe Priesterin wird über euch richten. Bis dahin sucht Schutz in unseren Landen. Folgt mir zum Tor. Folge uns mit den Leuten, Runenkrieger. Achte auf Truppen des Roten Imperiums. Sie werden bereits hier sein. Ja, hoffen wir mal, dass sie das Monument in Ruhe lassen. Wäre schön gewesen. Ein Monument wird angegriffen. Stehe bereit. Bereit und los. Ah ja, ich hätte vor der Cutscene meine Helden zum Monument zurück. Wir haben ein Monument verloren! Ja, Zuflucht im Norden. Gelöste Quest, Kampf um Miratur haben wir jetzt abgeschlossen. Elune hat euch und den Leuten des Widerstands Gnade Zuflucht gewährt. Es geht nur, die Leute möglichst schnell nach Norden und in Sicherheit zu bringen, bevor das Rote Imperium zuschlägt. Folgt Elune und den Leuten nach Norden. Ihr müsst die Leute nun nach Norden ins befestigte Lager der Eiselfen bringen. Folgt Elune mit euren Leuten. Achtet auf die Angriffe des Roten Imperiums. Ja, das Problem ist, das Tor hier ist noch zu. Und ja, ich habe Grimm verloren, nur noch Lena ist hier. Vorsicht, Gegner! Wir werden angegriffen. Runenkrieger zu mir! Dann halten, Männer! Ja, das Rote Imperium hat wirklich überall jetzt Truppen.
Sobald das Monument wieder fit ist, kann ich die ja sogar. Heilen. Also, sobald das Monument wieder fit ist, kann ich die töten, nicht heilen. Den Rode wollte ich heilen. Ronenkrieger zu mir! Stand halten, Männer! Das Problem hier ist, die kriegen immer wieder Verstärkung, die anderen jedoch nicht. Und ich kann auch versuchen, die Leute aus dem Dorf unten vielleicht zu retten. Weil die hier sind weg. Die habe ich hier alle wahrscheinlich. Die beiden kann ich mir jetzt schon vorknüpfen. Ronenkrieger zu mir! Die Linien müssen halten! So, hätten die Mistkerle nur nicht mein Monument verdichtet. Aber ja, dich zu nicht überraschen, Grimm hat uns verraten. Schwestern, öffnet das Tor! Das Rote Imperium ist hier. Diese Menschen müssen weg von hier. Geht durch das Portal und sichert den Weg durch die Frostfallberge. Wir werden eure Leute so lange schützen. Danke. Das werde ich euch nie vergessen, Elune. Passt auf euch auf. Komm, Freund, lass uns nach Frostfall aufbrechen. Das ist der einzige Weg in die Sicherheit von Tirganach. Ja, das liegt irgendwo. Aber binde dich zuvor besser an den Seelenfels hier oben. Es wird ein gefährlicher Marsch. Ich will erstmal das Monument, dann will ich meine Helden. Also ja, der hier wird noch eine Weile dauern. Stufe 17. Dann mache ich die hier unten platt und versuche die Flüchtlinge zu retten. Lena latscht voraus, also kämpfe ich ohne Lena. Oh, das Monument brennt noch ein bisschen.